Werden wir alle ärmer werden, wie das der deutsche Wirtschaftsminister gesagt hat? Nun, ich habe zu diesem Thema auch viele Gespräche geführt mit Wirtschaftsexperten und was schon spürbar ist, dass womöglich ein Wohlstandsverlust auf uns zukommt. Alleine aufgrund des Umstandes, dass die Inflation einfach angezogen hat, dass die Energiepreise entsprechend hoch sind und wir einfach mehr Geld aufwenden müssen für Alltägliches, für Dinge, die uns halt selbstverständlich waren. Ich bin grundsätzlich aber ein Optimist und ich denke, wenn wir zusammenstehen, vor allem auch in Europa, dann kann es gelingen, auch diese Krise zu bewältigen und im Endeffekt stärker daraus hervorzugehen, diverser daraus hervorzugehen, wenn wir auch unsere Energiequellen diversifizieren, also uns nicht abhängig machen von einer Quelle, wie das jetzt in 80% mit Gas aus Russland der Fall ist. Wie beurteilen Sie denn die Funktionsfähigkeit, die Zusammenarbeit der EU im Krisenmodus? Die EU ist jetzt schon relativ krisenerprobt, wenn wir an die Euro-Krise, Flüchtlingsbewegung etc. zurückdenken. Wie stark ist denn der Zusammenhalt? Manchmal fühlt man sich ja doch, als wäre sich dann jeder Nationalstaat sich selbst am nächsten. Das ist wahrscheinlich sozusagen auch grundgelegt, dass auch nationale Regierungen natürlich für ihre Bevölkerung in erster Linie auch gerade stehen müssen, nicht nur bei Wahlen, sondern auch während der Legislaturperiode. Aber ich kann Ihnen schon sagen, dass ich noch nie zuvor einen derart großen und unumwundenen Zusammenhalt gespürt habe in der Europäischen Union, wie jetzt, seit dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine ausgebrochen ist. Da geht es nämlich vor allem auch darum, dass man zwar schon sieht, dass man auch für die eigene Bevölkerung was machen muss, aber dass man sich auch versucht, in die Schuhe des anderen zu stellen. Und es war ein Rat relativ am Anfang, ich glaube, es war Anfang März, als eine Kollegin auf europäischer Ebene im Rat dann gesagt hat, ja, wir könnten auf dieses oder jenes schon verzichten, aber was nützt es uns, wenn wir darauf verzichten, weil wir nicht so abhängig sind, wenn im Nachbarstaat das Licht ausgeht. Und das ist für mich, da kriege ich direkt die Gänsehaut, so sinnbildlich dafür, dass sich einfach grundlegend etwas von der Einstellung geändert hat. Und dass uns allen bewusst ist, wir können es nur gemeinsam stemmen. Das heißt nicht, dass diese Einigkeit immer von vornherein gegeben ist. Das heißt, dass wir emotional diskutieren müssen, dass wir uns anstrengen müssen, auch unsere Position den anderen darzulegen, damit sich die vorstellen können, in welcher Situation wir sind. Und das tun wir jetzt wechselseitig in vielen bilateralen Gesprächen, aber natürlich auch in den offiziellen Reden.